Hallo zusammen, heute sind wir hier in Friedrichshafen am Bodensee im Dornier Museum. Es schüttet, es regnet, ja, jetzt nieselt es eben was heftiger. Wir schauen mal, was der Tag so im Museum bringt. Bis später. Hier geht's zum Eingang. 10 Uhr ist Eröffnung. Wir haben 3 Minuten nach 10 und es hat sich schon eine Schlange gebildet. Oh, Eintritt hat super geklappt. Alle sind sehr freundlich hier. Wir haben den Flugsimulator für 11 Uhr gebucht. Da müssen wir schauen, dass wir auch pünktlich da sind. Wir sollen um 5 vor 11 uns dort einfinden. Space Shuttle. Dreht sich alles um den Aufbruch in die dritte Dimension, als die Menschen das Fliegen lernten. So sieht es also Herr Dornier aus. Ein Originalpropeller, der zu seiner Zeit aus Holz bestand. Sehr interessant, hätte ich nicht erwartet. Ich hätte geglaubt, dass man damals schon imstande war, dünnes Blech oder gar Aluminium so zu verarbeiten, dass es wie ein Propeller aussieht oder als Propeller funktioniert. Junkers Jumbo 205 Diesel-Hubmotor. Hier ist ein Originalstück zu sehen. Leider blendet das Licht, es spiegelt zu sehr. Das Rumpfsegment. Bestimmt eine hohe Elastizität aufgrund des Materials. Sieht aus wie Zink. Scheint aber Aluminium zu sein. Hier nochmal der Do X Propeller von 1929. Aus Holz gefertigt. Alle Flugzeuge haben natürlich auch eine negative Seite, wenn sie als Kriegswaffe eingesetzt wurden. In diesem Bereich des Museums geht es um Raumfahrt, Raumfahrttechnik. Hier werden einige Satelliten gezeigt, besonders die Modelle der ESA, Europäische Raumforschung, Europäische Raumfahrt.
Ein Satellit wird hier ausgestellt. Ich denke mal, es handelt sich um einen Nachbau. So, jetzt gehen wir ins ESA-Weltraumlabor. So, hier geht es um richtige Forschung für Kinder. Die Außerirdischen sind los. Finde alle durchgeknallten Aliens, die sich in der neuen Kinderraumfahrtausstellung versteckt haben. Hier stehe ich mit meinem Karnevalskostüm. Das werde ich am nächsten Karneval oder in Süddeutschland Fasching anziehen. Wir sind noch immer in der Kinderabteilung oder im Kinderbereich des Museums. Hier ist mit Lego eine Weltraumbasis nachgebaut. Erinnert mich so ein bisschen an die Science-Fiction-Serie Mondbasis Alpha 1. Solange es so kräftig draußen regnet, lohnt es sich, glaube ich, nicht, die Flugzeuge aus der Nähe zu betrachten. Natürlich ein bisschen schade, aber vielleicht wird das noch was. Noch nie war ich einem Satelliten so nah. Ein Rettungshubschrauber, wie er einst aussah. Und hier sieht man den Alpha Jet, ein zweistrahliges Militärflugzeug. Das ist mein Favorit, der Silberfuchs. Schauen wir uns mal von innen an, sofern es möglich ist. Wow, da hinten ist die Kabine, Cockpit. Und bei den Stühlen bin ich mir nicht so sicher, ob das noch die Originalen sind. Ist aber durchaus denkbar. Leergewicht ungefähr so wie ein SUV. So, auf geht's zum Flugsimulator. Wir fliegen eine Dornier 27. Also das Rollfeld geht so. Das Rollfeld geht so parallel zum See. Okay. So. Und da sind die zwei Flügel.
drauf. Aber dazu müsstest du jetzt geradeaus legen und dann links biegen. Okay. Und wenn du dann jetzt links biegen willst, dann achte drauf, dass wir in der Flughafen. Wir fliegen jetzt über den Bodensee und steuern den Flughafen an. Wir müssen erstmal im rechten Winkel zum Ufer, dann nach links schwenken, um die Rollbahn auch zu erreichen. Und wenn du merkst, der driftet dir ab, dann musst du nach links fließen. Wir sind auf 3300 Fuß. Ja. Die ganz hell sind die Punkte, dann hast du sehr guten Anflug. Okay. Je heller die Punkte sind, desto besser ist der an der Pause. Okay, dass wir da am Ufer reinmachen. Wir sind sehr gut. Dabei. Leonard macht das super. So, das ist wunderbar so. Siehst du, hier ist die Landebahn. Die Landebahn hat helles Licht, das heißt, dann kannst du jetzt nach links. Wir müssen nach links schwenken. Und schauen, und auf die Landebahn, du siehst helle Punkte, wunderbar. Und jetzt Konzentration auf diese Landebahn. Und dein Papa zieht jetzt die Landekappe. Ja. Landeklappe gezogen, Parkbremse auf und wir fliegen die Bahn an. Und hau die Bremse rein. So. Und höher gehe ich jetzt auch nicht mehr, aber pass auf, dass du nicht zu tief kommst. Nicht immer hin und her wackeln. So. Das mehr geht verzögert. Schauen, dass du ganz ruhig in aller Ruhe jetzt auf diese Landebahn. Gas ganz zurückgezogen. Und mit dem rechten Fuß kannst du nachher, wenn du gelandet bist, also, kannst du gar nicht so gerade, einfach. Dass der Flieger gerade auf die Kontrollfeld kommt. Jetzt mit dem rechten Fuß. Wow, klappt. Und jetzt halt nicht mehr. Links. Gut, wir drehen eine extra Runde, aber hat doch super geklappt. Wir sind gelandet. Der Ausflug hat sich allemal gelohnt. Wir sind eigentlich zum Aktivurlaub an den Bodensee gereist. Viel Fahrradfahren war angesagt, aber es hat geschüttet wie aus Kübeln und deswegen sind wir ins Dornier-Museum gefahren. Ich fand, der Ausflug war wirklich gut und den Kindern hat es auch gefallen. Wenn es euch auch gefallen hat, so lasst mir einen Daumen hoch da und vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Bis dann, macht's gut.